Hast du eigentlich gesehen, dass ich beim Friseur war? Ja, ich hab das, das Erste, was ich dir gesagt habe, geile Frise, Henno. Hast du wieder nicht aufgepasst? Ja, das klang so schelmisch. Nee. Doch. Aber was? In meiner Wahrnehmung klang das schelmisch. Ja, du. Deluxe! Komm mal ein bisschen näher ran. Du gehst ja bald aus dem Bild und dann bin ich wieder so groß. Hä? Zuckerblierend. Oh. Alter, was hast du mit dem Stuhl gemacht, Alter? Ich hab da so einen Hebel umgelegt, Alter. Unnormal. So, meine Damen und Herren. Beiträgen, Alter. Ave. Julius. Cäsar. Ja. 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 Ja, wir sind jetzt ja wieder back in the building, Alter. Und jetzt wollen wir natürlich hier endlich mal mit unserem Kampffalke und der Genie bisschen flattern, Alter. Und ich würde sagen, wir satteln direkt auf. Du hast Falco, ich hab Genie? Ich hab, oder willst du Falco? Du hast ja auch den Falco. Ja, du hast ja auch den Falco. Was ist denn unser Ziel? So klar, erstmal ein bisschen umgucken, aber ich denke ja auch... Eine bessere Base? So ein finaler, genau. So in der Nähe vom Metall. Ja, aber da ist natürlich die Frage, lassen wir die Viecher dann hier einfach stehen und lassen... Ja, die sind scheißegal. Also sorry. Wir können die nur umbringen. Ja. Ja, aber Genie und Falco nehmen wir mit. Ja, nö, die bringen wir um, gehen zu Fuß hin. Ist doch schlau. Oh, ich bin richtig mitgewackelt. Was ich ja gerne machen würde, dass wir uns ein richtig großes Viech suchen und das vielleicht erlegen. Dass wir so ein richtig großes Viech suchen. Oder so einen großen Spieß. So einen großen Dino, den wir vielleicht auch zähmen oder sowas. Ja. Das wäre ultimativ belohnt. Grundlegend, um mal so die Steps einzuordnen. Wir scouten jetzt einen richtig geilen Spot. Landen da. Das muss ja in der Nähe von Metall sein, weil Metall brauchen wir ohne Ende. Aber wir dürfen auch nicht genau neben Metall sein, weil dann blocken wir den Spawn des Metalls, wenn wir es abgebaut haben. Und es muss auch Wasser in der Nähe sein. Wobei, da könnte man auch diese Brunnen bauen, damit immer, wenn regnet ist, da Wasser eingespeichert wird. So wie Moril und ich das gemacht haben, oben auf dem Berg. Habt ihr? Ja. So, und jetzt ist die Frage, wenn wir... Wenn wir da direkt einen Spot finden, ne? Dann können wir theoretisch schon was mitbringen, was wir. Mach das bitte mal im Bett. Kalle, komm mal rein, Alter! Ich hab meine Tage. Oh. Bitte mach das weiter. Oh, Henno! Du hast aber ganz schön Ausdauer, Mensch. Oh, das läuft aber supi mit dir, du. Vor allem, wie er hier so sitzt, so richtig guckt. Bist du ready, Alter? Ich fick dich uns mal wieder. Boah. Wohin wollen wir? Ich würde gerne einfach mal hoch gerade. Norden? Nee, hoch in die Luft. Ach so. Okay, senkrecht hoch. Einfach mal gucken. Wir können ja da irgendwie... Warte, ich flieg dir hinterher, ja? Dann let's go, Alter. 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 Okay, da ist was ist da denn los? Alter, okay. Es gibt... Tschüss. Maschall. Alter, voll die Kuppel. Ey, bleib lieber immer drauf so. Das ist echt immer... Okay. Wenn man mit dem Vieh unterwegs ist. Man kann auch mit dem gehen. Alles cool so. Aber das, also da ist nochmal so ein Atomkern. Da ist da Schnee drin? Ja. Da ist Schnee drin. Das ist ein Schneegebiet. Ja, es gibt anscheinend wieder... Biome so, ne? Genau. So, wo willst du hin, Alter? Ja, also es gibt jetzt natürlich... Also Schnee ist wahrscheinlich immer so mit Kälte und so. Das hatten wir damals auch auf deinem Server das Problem. Sind wir abgefroren. Ja, Schnee können wir nicht machen. Können wir... Wollen wir einfach mal zu dem Turm rüberfliegen und dann gucken, ob wir in die Wüste fliegen oder so? Ja, da sind wir zwischen dem Biom, ne? Und da ist auch ein Wasserfall, sehe ich, an dem Ding dran. Ja. Das Wichtigste ist halt nur Metall, aber das sieht mega gut aus, weil da ja überall so krasses Gebirge ist. Ja, wollen wir mal hin? Ich würd sagen... Lass mal hinfliegen, Alter. Prost. Sturzflug. Hui. Das verbraucht richtig viel Ausdauer. Drück mal Plus, dein Dino muss scheißen. Jetzt fliegt der Scheiße voraus. Flieg. Ich bin schneller als meine Kacke. Aber Metall sehe ich hier jetzt so vorkommen nicht. Ja, wir müssen ins Gebirge. Also der Turm war nice so. Was ist das für ein fettes, hässliches Vieh, Alter? Bah. Der ist richtig widerlich. Bah, Alter.
Ist der feindlich? Und dann sind lilane Dinos. Das ist ein... Was ist das? Echt eklig, Mann. Der ist auch haarig. Was ist denn die rote Scheiße vor uns? Ja, lass doch mal hin. Oh, hier sind T-Rexe. Zwei Stück. Oh jo. Aber sind so verseucht. Oh, und Adler. Okay, sollen wir aufpassen hier mal? Ja, wollen wir das Biom erkunden? Ja. Alter, hier ist Nacht. Alter. Hier ist wirklich Nacht. Hier regnet es Asche. Hier ist Metall. Echt? Ja. Lol. Wow. Alter, was? Hast du es gesehen? Ja, er hat einen übelsten Turbolaser rausgehauen oder so. Hat er geschossen? Ja, das sah so aus. Ich habe nur gesehen, wie er hochgesprungen ist. Alter, die können richtig... Siehst du? Habe ich gesehen, die hatten so Miniflügel. Und die können einfach ultra weit springen. Da ist wieder einer, vor uns. Der springt ja gerade. Oh, Alter, der chargt so richtig los. Ja. Ne? Alter, nicht zu nahe, Junge, der zerfickt. Nein, der sieht richtig geil aus. Alter! Alter! Boom! Was? Junge, der fickt richtig los, ey. Der kann so dreimal in der Luft springen. Aber der stirbt. Oh, jetzt wieder. Der stirbt gegen das Mammut. Boom! Der macht richtig Zugriff. Der ist gestorben. Alter, lass hin, das Mammut ist nicht aggro. Lass das aus. Oh, hier ist noch einer. Vorsicht, hier ist noch einer. Egal, der fightet. Lass den auschecken. Wo liegt der? Der ist weg. Hä, wie weg? Oder ist er teleportated? Ist er runtergeflattert? Nee, der ist in den Boden gerammt. Aber da vorne ist halt einer, ne? Oh, gegen zwei Mammuts. Ja, der verreckt 100 pro. Na, der boxt sich richtig mit dem. Boah, der blutet aber auch. Jo. Oh! Oh, der war ganz schön nah dran. Jo, der ist gleich tot. Jetzt ist er tot. So, jetzt erstmal Name abchecken. Mana Garm. Aha. Den kann man auch nicht looten. Hast du versucht? Ey, der knurrt noch. Wollen wir den mal versuchen mit einer Spitzhacke? Ich hau mal einmal mit der Spitzhacke. Ja. Jeder? Okay, warte, warte, Axt. Ich hau mal einmal mit der Spitzhacke. Ja, wusste ja. Ich. Ja, Leder? Ich bin Kalle, Alter. Ich hau den. Ey, so einer wäre halt so. Alter, das sieht so krass aus. Hey, der schießt halt wirklich. Ja, ja, der hat irgendeinen Laser geschossen. Hab ich gedacht. Alter, der Baum, Junge! Ja, wollen wir dann Wüste auschecken? Gerne. Gerne. Oh, hier unten ist auch nochmal so eine Plattform. Da können wir nochmal kurz vorbeischauen. Gerne. Ja, ist halt auch wieder so ein Terminal, ne? Oh, kann man hier rein? Ja, das frage ich mich gerade. Sesam, öffne dich! Hier ist eine Kiste. Eine Explorer-Not. Ja. Oh, wir haben wieder so einen EP-Booster. Ja. Ja, geht. Okay. Du bringst mir sofort die Genie zurück! Was sind das denn hier für Monolithen? Keine Ahnung. Die gucke ich mir erstmal an, Alter. Oh, was ist das? Hä? Hä? Das fette Vieh ist in der Luft. Kalle! Ja! Das fette Vieh ist in der Luft. Ich hab's gesehen. Ist das da hingefickt? Also, was hat das da gemacht? Was machen die? Ja, warum sind Alter, der hat einen Staubsauger! Aber warum sind die so ab? Alter! Und jetzt fliegt der! Hä? Was zum Teufel! Hä, die kloppen das Ding. Ja, die hauen Yo, deine Welt. Welle 0 von 5. Was? 4 verbleibende Feinde. Was? Lol, man kann hier so übel krass PvE machen? Flieg da mal nah ran. Guck hier so. Dann kommt da so. Oh ja. Alter, die greifen dich jetzt an. Echt? Na, na klar. Oh ja. Alter. Kann er doch nicht machen. Beschädigte Knötchen. Diese lilanen Dinos sind auch irgendwas Spezielles. Krassomatico. Hier ist ein. Oh, hier ist ein Bär. Das ist ein Bär, Bär. Mit denen habe ich schlechte Erfahrungen, Alter. Ja, ich auch. Weg. Drecksviecher. Okay. Oh, Alter, der fickt schon wieder die Raupe und die macht wieder den Staubsauger an. Und die fliegt wieder hoch. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. So, lass mal jetzt in die Wüste. Ey, lass auch so ultra die Bären. Ja, einfach auf Schnelligkeit gehen. Wobei, ich will nicht so kacke sein wie diese Klavierplagiat-Boys. Ja, aber du hast sie doch gefickt im Finale. Ja, das stimmt. Aber die können ja auch eigentlich nichts. Das war ja wirklich nur diese cheesy Taktik. Und das konnten sie auch nur machen, kurz mal Real Talk. Weil wir sie irgendwie dreimal im Verlauf von Dodo Wars in Ruhe gelassen haben, weil die rumgeheult haben wie kleine Boys so. Ja, aber es ist jetzt ja wieder ein bisschen... Nee, Alter, muss man mal so sagen, Kalle. Ansage an Kavalierpirat und... Ja, aber wir erzählen jetzt nämlich so, ja, eigentlich haben wir Dodo Wars gewonnen.
Erzählen die das? Ja. Alex und Johnny, Alter, ihr Nazis. Wir haben gerade den Alpha gemacht, dann habt ihr uns angegriffen. Ja, wir haben auch einen Alpha T-Rex gemacht. Und eine Folge später war die bei uns in der Hütte. Wir waren gerade dabei, T-Rex alle zu machen. Ja, das waren so viele Momente, die kann man gar nicht alle aufzählen, wie lucky die waren. Oh, da hinten wird richtig gefickt. Aber es sind so Kamele, oder? Die haben Höcker. Jo, der Kano. Ah, das ist ein T-Rex. Alter. Hat die gesnackt? So. Nee, das ist ein Dings. Ist das so ein Giga? Nee. Ach, Quatsch. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Hier, die immer im Rudel sind. Alligatoren. Wie heißt, ich weiß, die, Ali, an. Agrar-TV. Wie heißen die denn? Die Alis da. Die waren doch auch was mit A. Oder nicht? Allosaurus. Sag ich doch. Was ist hier unten denn los? Ja, das ist richtig Keilerei, Alter. Ackermatch. Jo. Die prügeln die Scheiße aus. Die sind aber alle. Oh, jetzt kommt noch ein Allo dazu. Die sind alle. Auch Boxen. Alter! Vor allem, ich kann die gar nicht. Ach, die fighten gegen so einen Drachen tatsächlich. Oh, ja. Also hier würde ich es auch geil finden. Ja, hier finde ich es auch schön hell. Es ist halt nicht mal warm. Leute, was ist das denn für einer? Leute, der ballert! What? Wow! Wie der ballert? Ich bin. Greif ihn an! Der ballert ohne Ende. Wie soll ich den angreifen? Alter! Der hat ja ein richtiges Maschinengewehr drauf. Ja, geh da nicht zu nah ran. Der stand ein und dann... Bin hier oben auf dem Berg. Kannst du hier hochkommen? Ich bin gerade so entkommen. Ja, Alter, so einer wäre ja richtig geil, oder? So ein Maschinengewehr-Ballerboy wäre richtig geil. Vielleicht ist der vorne ja ein bisschen Erz. Weil hier ist auf so einem Plateau. Wobei Wasser ist ein bisschen blöd hier. Ich finde geil, wie wir so aus jeder Gegend so ein paar Erfahrungen mitnehmen. Mhm. Ja, hier ist auch ein bisschen Metall drin, ne? Von da bis hier. Also in diesem Kästen ist ein bisschen... Oh, Genie hat gekackt. Geil. Wir sind hier so eine kleine Wasserstelle wäre und dann einfach so übertrieben viel Metall. Würde ich bleiben. Würde ich auch bleiben. So, ich sagte, wenn wir jetzt aus der Kuppel raus sind, phänomenal. Leute, die droppen da auf den Boden. Wir sind direkt vor der Stadt. Die wollen einen verarschen hier mit dem Berg. Will ich jetzt sehen. Aha. Oh, lol. Aha. Hier sind diese krassen. Diese... Diese krassen mit dem Kamm. Stego. Nee. Alter, wie viele? Spinos. Und hier ist auch Metall. Alter, fünf Stück. Wo? Hier unten direkt. Aber es ist heiß, ne? Es ist heiß. Ist hier überall so heiß? Ich habe jetzt spekuliert, dass hier weniger wird. Ja. Du bist schon Half-Life. Wir müssen, glaube ich, zurück. Wie heiß? Ich sterbe. Das wird richtig knapp. Boah. Alter. Ja, ich lebe gerade so. Alter. Puh. Das ist hier alles so Future-Bimbam. Und ich wette, hier ist irgendeine Seuche ausgelaufen, die verfickt hier die ganze Umwelt, Alter. Ja, wir... Deswegen sind die auch alle tot hier. War Atomexplosion oder so. Ja, hier ist einfach nur richtig schön, finde ich. Schön ist hier schön. Einfach nur nice. Wenn jetzt diese ganzen Steine Metall wären, dann könnte man hier wohnen. So, und stell dir mal vor, wir wohnen so am Rande der Wüste, wo halt auch geile Viecher sind. Guck mal, hier sind wir Rolle hier... Rolleproppen? Alter, die sind wie diese Spielzeugviecher, die auch so rollen. Aus der Werbung, diese kleinen Männchen, so ähnlich wie Pokémon, die rollen auch so und dann klappen die sich so auf. Kennst du nicht? Leute, was ist das? Ab in die Kommentare. Interaktion. Ja, schreibt's in die Kommentare. Wow! Was hast du denn? Alter. Oh, scheiße. Und ich habe keine Ausdauer. Oh, scheiße. Bruder. Nein. Och, nein. Greif an, links. Ich kann doch nichts machen. Genie lebt noch. Was ist passiert? Hat der dich geschockt? Ich musste runter. Wegen Ausdauer. Und dann kam das Rudel an. Und hat dich gefickt. Ja, Leute, das war's dann erstmal wieder mit der Folge Ark. Ihr könnt ja gerne mal auch in die Kommentare schreiben, ob ihr einen Spot kennt, wo man tatsächlich... Ja, sich niederlassen kann. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie Metall, ohne dass wir sterben. Und ja, wir holen jetzt noch Genie ab und dann gehen wir ab ins Körbchen. Ja. Und abonniert Hand of Blood. Ne? Tschüss.